Herzlich willkommen zu unserer ersten Fazitsdiskussion. Wir dachten uns, da unser Lava-Video zum 2-Drittel-Jahres-Special und so recht gut ankam, ich meine, da sind jetzt inzwischen schon 11 Likes oder so drauf, dachten wir, machen wir sowas einfach mal öfter und deswegen gibt es jetzt zu jeder Review eine kleine Fazitsdiskussion, in Anführungszeichen, wo wir einfach nochmal unsere eigenen Punkte zu dem Motorrad ein bisschen ausführlicher erklären und zeigen, warum wir jetzt da so und so viele Punkte gegeben haben. Das Licht blendet so ein bisschen, deswegen, aber... Einfach in die Kamera gucken, dann geht das alles. Ja, deswegen zwinker ich manchmal ein bisschen, deswegen müsst ihr euch nicht wundern, das meinte ich eher. Also, vorab, wir haben der CBR jetzt 8,2 Punkte gegeben von eben unserer maximalen 10. Ne? Genau, das ist, hat sich am Ende ergeben. Und wir fangen einfach mit dem ersten Punkt an. Noch einmal kurz, falls ihr das hier seht, bevor ihr unsere ausführliche Review seht, guckt euch am besten die vorher an. Genau, da erklären wir alles. Und genau, da erklären wir so ein bisschen das Grundlegende, aber ihr könnt euch das Ganze auch ohne die Review angucken, wenn ihr das denn wollt. Ich finde es nur einfach sinnvoller, die Review auch zu gucken. Ja, definitiv. So, im Punkto Aussehen haben wir 7 von 10 Punkte vergeben. Und Felix, warum haben wir denn nur 7 vergeben statt 10? Ja, also eigentlich vom Aussehen ist die CBR ja durchaus eine 9. Also die sieht schon bombastisch aus. Wenn man denn von der Seite drauf guckt. Ja, das ist es halt. Also wenn man von vorne bzw. von hinten die CBR sieht bzw. ins Vergnügen kommt, eine CBR zu erblicken, sieht halt echt aus wie ein Fahrrad oder ein Mofa, also fanden wir jetzt nicht so geil. Und ist halt wirklich mit 40 cm ungefähr so echt sehr, sehr, die ist ungefähr so weit wie, wie von hier bis hier, also das ist echt heftig. Ja, und aber da muss man dann gucken, das ist jetzt nur die 2005er-Version, bei neueren Modellen ist das Ganze deutlich verbessert worden, aber... Ja, die ist über knapp 30 cm breiter jetzt in der aktuellen Version. Also ist damit sogar breiter als die YZF von Yamaha, die ja auch nicht schmal ist, aber in der 2005er-Version echt heftig schmal. Auf und der Seite halt sehr schön, deswegen hat es immer noch... Auf 7 Punkte gebracht. Genau. Jetzt kommen wir aber zum ersten direkten Rausreißer, nämlich der Technik. Clemens, wie viele Punkte haben wir denn da gegeben? Da haben wir ganze 9 von 10 Punkte gegeben. Zur 10 reicht es leider nicht, weil eben die PS-Grenze von 15 PS nicht ganz erreicht wird. Die liegt bei 13,6 bei der CBR, aber und das unter anderem eben, weil der Katalysator, ne? Ohne Lambda-Sonde ist nicht so genial für unsere Umwelt. Ja, aber 9 von 10 finde ich gerechtfertigt, weil wirklich der Anzug echt schön. Es hat 6 Gänge, wodurch das Bike deutlich profitiert und einfach sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten rausholen kann. Aber der Spritverbrauch ist echt schön niedrig dafür. Genau, also mit 2,8 sind wir meistens so gefahren. Und auch, wir haben an beiden Reifen Scheibenbremsen, jeweils dann eben mit einer Schwimmbremse bzw. einem Doppelkolben vorne und einem einfachen Kolben hinten. Allgemein ist einfach, wir haben 10 Newtonmeter, die das Ganze auf die Straße bringen und die Wasserkühlung ist cool, also 10.000 Umdrehungen schafft das Teil auch, also technisch ist das wirklich für diesen Preis auf jeden Fall echt 1A. Ein ultra, mega, krass, super, toll, gutes Ding. So heftig müssen wir uns jetzt auch nicht lohnen. Das Einzige, was uns halt fehlt, ist dieses Fünkelchen Leistung, was vielleicht noch reinkommen würde, aber halt auch sowas wie ein digitaler Tacho, mehr Anzeigemöglichkeiten im Armaturenbrett oder so. Ja, so kleine Spielereien, so kleine Spielereien hat es halt nicht. Deswegen, aber das ist dann einfach meckern auf sehr hohem Niveau. Deswegen ein Punkt fehlt, wegen solchen kleinen Kleinigkeiten. Aber ich denke, das geht klar. Aber sonst sollte da eigentlich jeder zufrieden sein. Und sonst müsst ihr auch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Ne? Gut. Kommen wir jetzt zum Fahrverhalten, ne? Ja, genau. Fahrverhalten ist recht ähnlich wie Technik. Da haben wir nämlich ganze 8,5 Punkte, also nicht ganze Punkte verteilt. Ja, vor allem einfach da der relativ geringe Nachlauf und hat uns da überzeugt, einfach wie schön man das Bike in die Kurven stellen kann. Also man ist direkt in der Schräglage drin, man hat ein extrem gutes Wiederaufkommen. Kannst du nochmal ganz kurz erklären, was ein Nachlauf ist, damit man es auch versteht? Ja klar, also Nachlauf ist... Ich blende hier mal ein kleines Bild ein und daran erklärt ihr. Also ein Nachlauf ist halt so, wenn man das Vorderrad jetzt hat, das hat natürlich immer einen Schwerpunkt und das ist halt in der zentralen Linie unter der Radnabe bzw. der Achse des Rades. Und der Nachlauf beschreibt jetzt den Weg, den man praktisch von diesem Schwerpunkt des Rades gehen muss, bis zu der imaginär verlängerten Linie, die die Gabel praktisch bildet. Also wenn man die Gabel nimmt und dann eine imaginäre Linie bis zum Boden zieht, dann beschreibt der Nachlauf den Weg von eben dem Schwerpunkt des Rades bis zu diesem Endpunkt der imaginären Linie dann auf dem Boden. Und je geringer eben dieser Nachlauf ist,
desto höher ist das Wiederaufstellmoment und desto schneller und einfacher lässt sich das Motorrad in die Kurven legen. Darum haben beispielsweise Crossmaschinen einen extrem geringen Nachlauf. Um es kurz zu machen, umso größer der Nachlauf ist, umso stabiler ist das Motorrad auf der Geraden. Genau. Und umso geringer der Nachlauf ist, desto wendiger ist es in den Kurven. Das ist einfach, Motocross-Motorrad hat einen sehr, sehr geringen Nachlauf. Und ein Chopper hat beispielsweise einen extrem hohen Nachlauf. Ein Cruiser, weil man dem halt, der ist halt dazu gebaut, geradeaus zu fahren, während. Und so ein Sportler stellt halt so ein Mittelding dazwischen dar, weil damit soll man die Kurven aber fahren, gerade, aber auch trotzdem hohe Geschwindigkeit auf der Gerade um halt, genau. Aber schnell umlegen und so. Ist halt so ein Mittelweg dazwischen und deswegen ist er mit 88 cm recht krass schön, also eigentlich. Echt schön gemacht. Die neuen liegen jetzt bei 90, oder? Ja, die haben etwas größeren Nachlauf bekommen. Aber auch sonst ist das Fahrverhalten gut. Also das Fahrwerk lässt sich eins erfahren, die Federung ist schön smooth. Ich hatte jetzt beispielsweise, als wir mal durchs Kesslinger Tal durchgefahren sind, da haben wir jetzt kein Video von gemacht. Das ist so ein Feldweg, ja nicht Feldweg, aber das ist eine relativ bodenwellenreichhaltige Landstraße in Richtung Nürburgring. Ja. Und ich habe da in Clemens himmelweit versickt, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass das Bike irgendwie mit mir spricht. Weil du aber auch der bessere Fahrer bist. Ja, trotzdem, ich glaube, mit dem Feedback, was ich da bekommen habe, hättest du auch. Aber es ist auch einfach ein Unterschied zwischen den Bikes, also meiner YBR, die Review dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Aber falls ihr wissen wollt, was das ist, halt, ne, das ist halt ein Naked-Bike, er hat einen Sportler. Naked ist nicht dazu gebaut, dass man jetzt so ultra schnell überall hinfährt, während ja, ein Sportler natürlich dazu gebaut ist, schnell zu fahren. Und ja, nee, aber mein ursprünglicher Punkt, den ich dabei sagen wollte, ist einfach, dass das Bike ein extrem gutes Feedback eben vermittelt und ich das Gefühl habe, einfach immer irgendwie Herr der Lage zu sein. Und was hat dich jetzt davon abgehalten, 10 Punkte zu geben? Ja, das war so das letzte bisschen. Also auf der Bremse wurde es hin und wieder ein bisschen unruhig hinten. Also das Hinterrad hat mir hier und da schon ein paar Probleme bereitet. Und allgemein das Fahrverhalten, dass das Motorrad praktisch, ja, ich will nicht ganz zwei Gesichter sagen, aber es ist eben so, dass man ab 7000 Touren, also im obertourigen Bereich, extrem viel Leistung erhält, beziehungsweise dass man praktisch bei diesen 7000 Touren eine Art Knick oder Bruch halt merkt, dass ab da wirklich brachial mehr Gewalt dann, brachial mehr Kraft kommt. Also wenn man jetzt das Motorrad vergleicht mit zum aktuellen Spitzenmodellen wie der YZF oder der Duke. Mit aktuellen Spitzenmodellen kann man es halt auch nicht vergleichen. Also. Ja, aber trotzdem, du musst sie in dem Ranking, falls wir sowas auch reviewen, natürlich mit einbeziehen. Ja, definitiv. Und darum. Deswegen sage ich mal, wenn du auf einer Duke sitzt, du drehst an und hast sofort quasi die fast volle Power durchgehen und kannst einfach reinziehen. Ja, genau. Bei der ist es halt, ab 7000 zieht sie richtig krass und davor ist halt davor ist auch schon gut, ordentlich, aber ja. Deswegen, da ist noch Luft nach oben, aber es sollte für jeden ausreichen. Aber wenn man den Kontrast sieht zwischen den höherpreisigen, dann muss man einfach sagen, es ist nicht die 10 Punkte wert, aber es ist dafür kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, und zwar der Preis-Leistung. Ja, Clemens, willst du uns da direkt sagen, wie viele Punkte wir gegeben haben? Da haben wir nämlich auch wieder 8,5 Punkte gegeben. Und zwar, weil Honda einfach, sagen wir auch in der Review, drauf geachtet hat, an dem Bike wirklich Sachen zu verbauen von eigenem Modell rein, wofür also keine neuen Pressen gebaut werden müssen und so weiter. Dann haben sie noch darauf geachtet, dass sie von Zulieferern Sachen nehmen, die jetzt nicht so namhaft sind, wie zum Beispiel, das war ein kleiner französischer Hersteller, die Reifen gemacht hat und nicht jetzt irgendwie Michelin oder ja, Bridgestone, weil diese Reifen einfach... Es war IAC, also es sind thailändische Hersteller. Nee, Thailand war das Werk, das war ein französischer Hersteller. Ich meine, es wäre ein thailändischer Hersteller. Egal, auf jeden Fall. Guckt auf halt, der Wikipedia-Seite in der Beschreibung. Die haben auf jeden Fall nicht so bekannte Hersteller allgemein benutzt, beziehungsweise und das Ganze auch Teile von bestehenden Modellreihen. Und das Ganze in einem komplett neuen thailändischen Werk hergestellt. Das heißt, die Herstellungskosten von dem Teil sind echt relativ gering im Vergleich zu vielen anderen. Und dementsprechend ist der Listenpreis auch relativ gering. Und auch der Gebrauchtmarkt, also... Ihr kriegt die Teile wirklich, diese, schaut mal, die wir haben, für um die, bei mobile.de oder so, für um die 500 Euro schon. Und sogar mit der Repsol Honda Edition gibt es die ja für recht 1000, wenig 1100, Geld, genau. Also obwohl die natürlich viel Aufpreis gibt, aber trotzdem, es ist echt preis-leistungstechnisch echt schön. Und auch die neuen, die jetzt raus sind, liegen immer noch mit knapp 1000 Euro unter der YZF jetzt zum Beispiel oder der Oder auch der Duke.
ja, von KTM und so weiter, genau. Die liegen halt deutlich drunter, bei 3.500 ungefähr, was echt ein ordentlicher Preis ist für so eine doch schon sehr gute 125er. Genau. Und deswegen würde ich sagen, preistechnisch ist es super, es geht noch immer mehr, das zeigen Firmen wie Kymco oder so, die halt wird noch weniger Geld für 2.000 Euro oder so schon gute Bikes geben, genau. Aber preisleistungstechnisch ist das echt, was die High Class an Sportlern angeht, ziemlich, ziemlich weit vorne. Ja, vor allem, wie gesagt, der Gebrauchtmarkt ist da halt extrem geil, also da kann man sich für wenig Geld ein gutes Motorrad kaufen und dementsprechend schaut einfach mal unten rein, wir verlinken euch mobile.de wahrscheinlich und... Genau, würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Gut, dann haben wir noch das Letzte, das wäre dann die Verarbeitung, die Honda hier an dem Motorrad vorgenommen hat. Und da haben wir ganze 8 von 10 Punkten dann auch verteilt. Genau. Und zwar einfach, weil das Bike hat eine Vollverkleidung, die ist auch recht hochwertig, sie ist auch schön designt und so weiter und auch intelligent gemacht, wie zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, die Fußrassen sind halt abklappbar, sodass die nicht abbrechen, wenn man auf der Seite liegt, dass die RC von KTM zum Beispiel nicht hat. Die ist uns nämlich auf der Intermod einmal weggebrochen. Also die lag bei 10 km/h oder so im Slalom auf der Seite. Ja, das ist also nur umgefallen. Es war kein Unfall, sondern ein Unfall eher. Kleiner Wortwitz am Rande. war nicht so gut. Ja, okay, lasse ich das nächste Mal. Aber sie ist halt umgefallen und die Fußrasten und war samt Bremse einfach weg. Einfach abgebrochen. Und sowas passiert bei der nicht. Da kannst du ein Team mit Alvaro Bautista aufmachen. Der hat doch von Marc Marquez in Katar einmal bitte Gangschaltung und Fußrasten abgefahren. Genau. Bekommen. Das ist schön. Das mache ich dann. Gute Idee. Im neuen MotoGP 15 soll es möglich sein. Ja, auf zu Gresini Aprilia. Genau, aber das ist ein anderes Thema, darüber reden wir ein anderer Mal. Auf jeden Fall Verarbeitung, die haben, was ich sagen wollte, der Teil hat eine Wasserkühlung halt und da kann man natürlich dann den Wasserstand von dieser Wasserkühlung auch ablesen. Muss und dieses man ja Schauglas auch. Haben sie echt so eingebaut in die Verkleidung, dass es halt von außen, wenn man das Design sieht, nicht wirklich auffällt, also nicht stört oder so, aber man es trotzdem immer noch sehr, sehr gut einlesen kann. Und solche ablesen, Kleinigkeiten... Ablesen, Clemens, ablesen. Das hatten wir auch eben schon beim Skript. Ablesen. Ablesen kann. Entschuldigung. Nee, aber das, was der Clemens sagt, stimmt. Also das ist echt hinter der Heckverkleidung so ein bisschen versteckt, aber so, dass man es noch super easy ablesen kann und dementsprechend einfach... Und auch die Batterie, da kommt man sehr schnell ran, muss einfach nur kurz die Sitzbank abmachen und dann ist man auch da schon und genau, so also man macht hinten den Sozius-Sitz ab, löst dann noch eine Schraube, kann die Hauptsitzbank abmachen und dann ist man direkt bei der Batterie. Also das ist allgemein und alles in allem ein sehr intelligentes Design, was Honda da bei der CBR hat. Und die Materialien, wie sind die so? Ja, ziemlich hochwertig. Also alles aus Metall. Hier und da hat man ein paar Plastiksachen, die sind bei mir mittlerweile ausgebleicht. Also 10 Jahre altes Bike, das ist normal dann. Aber ist halt auch Leichtbau. Ja, genau, es ist Leichtbau, du hast Alufelgen und so weiter und so fort. Also Verarbeitung ist auf jeden Fall ordentlich. Das kennt man von Honda, auch in den neuen Modellen ist immer noch die Verarbeitung echt top zu einem wirklich guten Preis. Aber sie kann auch bei dem Preis eigentlich logisch, sie ist halt nicht handgearbeitet, sie ist halt wirklich von Maschinen gebaut und man merkt das an einigen Stellen, es gibt einige Sachen wie Gashebe und so, die ruckeln manchmal ein bisschen, aber das ist zu verschmerzen und ich sag mal, 8 Punkte von 10 ist echt. Ja, genau. So, und falls ihr euch jetzt wundert, das waren doch aber mehr als 8,2 Punkte jetzt, die vergeben haben. No shit, Sherlock. Wir haben es nämlich so gemacht, wir haben eben unsere 5 Kategorien und da haben wir jetzt alle Punkte, die wir vergeben haben, praktisch zusammen addiert. Und sind dann auf Sekunde, ich kann es auch gerne nochmal live vor der Kamera nachrechnen. 5 Kategorien gekommen. 5 Kategorien gekommen. Auf 42 Punkte gekommen. Also 42 durch 5 ergibt 8,2. Und ein paar zerquetschte, aber wir runden das einfach mal auf die erste Nachkommaschnelle. Und ein paar zerquetschte, das möchte ich jetzt anfechten. Ach, gut, dann hören wir jetzt die Jeopardy-Musik, bis er das fertig dum, hat. Dum, dum. Oh nee, es waren 41. Sorry, ich habe die Rechnung hier noch zu 7 plus 9 plus 8,5 plus 8,5 plus 8 ergibt 41. Und das durch unsere 5 Kategorien macht 8,2 Punkte. Ohne Zerquetsche sogar. Ja, wie gesagt, krass, das Sache. Möchte ich anfechten. Okay, es tut mir leid, steinigt mich. Nicht. Aber wir haben
noch einiges zu sagen, also eigentlich nicht, aber was ich sagen wollte ist, man findet dieses Bike gebraucht sehr, sehr günstig und man kann auch so Special Editions wie halt mit der Repsol Honda Version oder so weiter finden und sich kaufen und da bietet Honda doch einiges, die haben immer sehr, sehr viele Farben und auch sehr witzige Namen, was die Farben angeht. Ja, die CBF. Das stimmt. Die Namen, die klingen so genial. Das könnten quasi, das klingt, als ob du bei Starbucks einen Kaffee bestellst. Ungefähr so. Rally Twinkle Blue. Stimmt aber echt. Aber Clemens, kann ich dich noch um eins bitten gleich? Was denn? Mach doch bitte einen Counter rein. Gut für Gebrauchtmarkt. Wie oft das im Video jetzt erwähnt wurde. Das will ich echt mal wissen. Bestimmt öfters. Sonst schreibt es ihr auch mal in die Kommentare. Und wir sind sonst soweit fertig. Macht eh niemand. Ja. Ist egal. Wir machen das ja gerne für euch. So, wir sind eigentlich durch. Du hast auch nichts mehr zu sagen. Ich habe gar nichts mehr zu sagen. Nee, also das Bike würde ich auf jeden Fall mal in Betracht ziehen, falls ihr auf einer Supersportler Bock habt. Fahrt aber auf jeden Fall Probe, weil Supersportler ist nicht was für jedermann. Ja, also sie hat eine relativ aufrechte Sitzposition, aber schaut euch das auf jeden Fall mal an, ob ihr damit zurechtkommt. Also das Einzige, was mich jetzt so an diesem Teil stört, ist halt, dass wenn man, also bei meiner ist es so, wenn man vorne lenkt, dann hängt das Licht und alles direkt am Lenker, weil es ja keine Vollverkleidung hat und man lenkt quasi direkt, während man bei der Maschine halt den Lenker, der quasi durch die Verkleidung durchgeht und man nicht das direkte Feedback per Sichtkontakt an der Lampe und so sieht. Das ist was, was mich halt stört, weil ich es halt anders gewohnt bin. Allerdings müsst ihr halt, wie gesagt, solche Kleinigkeiten, die können für manchmal euch einen Unterschied machen und deswegen Probefahrt machen, kann man bei quasi jedem Markenhändler machen, einfach im Internet mal auf der Honda-Website gucken, da steht dann auch unten ganz schön direkt Probefahrt vereinbaren und dann... Genau, und auch machen. An verschiedensten Standorten, auch wenn ihr euch die Gebrauch kaufen solltet, könnt ihr auch immer sagen, ey, hier, ich will mal eine Probefahrt machen. Genau, kommst vorbei, wenn du den Führerschein hast, machst du Probefahrt und dann, also das ist auf jeden Fall zu empfehlen, aber auch bei jedem anderen Gebrauchtmotorrad immer... Ja. Gerade bei Gebraucht, aber auch bei Neufahrzeugen mal Probefahrt machen. Schauen, ob man damit klarkommt. Und dann. Weil wenn man am Ende nicht damit klarkommt und dann ein paar tausend Euro dafür ausgibt, ist ja scheiße. Ja, das wäre es dann eigentlich auch schon von uns. Wir können das auch wirklich, wie gesagt, nur empfehlen. Aber im Endeffekt müsst ihr die Entscheidung treffen. Ja, falls ihr eine CBR habt und eure Meinung dazu loswerden wollt, würden wir uns über Kommentare sehr freuen. Falls ihr euch überlegt, was ihr... ob ihr eine holen wollt und noch Fragen habt, schreibt sie auch in die Kommentare. Wir lesen wirklich alle Kommentare, weil uns das noch möglich ist. Ja. Und beantworten auch alles, was irgendwie eine Frage beinhaltet, will heißen, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort von uns und das meistens schon in ein oder zwei Tagen oder in 20 Minuten, je nachdem, wann wir es sehen. Wie schnell wir es merken. Wobei, eine Sache habe ich noch. Die CBR ist eins der Motorräder mit den meisten Formen. Ne? Hier kommt gerade jemand rein, deswegen. Mit den meisten Formen? Foren, also da. CBR-Forum findet ihr immer und da findet ihr auch immer Informationen. Das ist allgemein bei den großen so Honda und so, weil CBR verkauft sich wie geschnitten Brot und deswegen findet ihr auch immer sehr viele Leute, die euch was dazu sagen können. Also einfach mal ins 125er-Forum reingucken oder ins Honda-Forum, was weiß ich. Die großen Foren so schaut's aus. Findet man recht schnell und dann einfach die Frage bei Google eintragen und dann findet man fast immer ein Thema dazu oder man macht halt selber eins. Egal, wir labern sowieso schon wieder viel zu lange und deswegen sage ich ciao und bis die Tage. Wie gewohnt.